Okay, ich brauche mehr von den Geschossen und meine Männer. Okay. Ist gebongt. So. Und mehr Heilzeug, das versteht sich von sich. Ich weiß noch nicht, wie viel Eisenbahn brauche ich dafür? Ein. Okay. Heilzeug. Was zum Heilen? Achso, das ist jetzt bei dem Ding hier. Ach, geil. Drei davon. Ein davon. Chimärenvögel können wir ruhig mal ein paar machen. Einmal Angel, Fackel, boah, ja, das ist nicht gut. Ich habe eigentlich noch genug Essen mit, aber ja, man weiß ja nie. So, da packen wir jetzt schon mal ein paar Gegenstände weg. Sortieren. Ja, ja, das mache ich für dich. Malz kommt mit. Zwei kommt auch mit. Nummer drei kommt auch mit. Okay. So, und jetzt geht's nochmal durchs rote Portal. Die Freundin rette denken. Hi. Ich überall runterfliege und Geld, Lema bezogen kriege, bloß für so. Hier durchs Wasser, so ungefähr. Und nicht mein Zeug. Ach, es ist nur noch der. Oh, hätte ich das gewusst. Ich bin gleich tot, also halt die Fresse. Danke. Danke, danke. Du hast mich vor den Monstern gerettet. Mein Freund Barduin und ich, wir sind vor einiger Tagen aufgebrochen, um diese Ursache dieses Lichtleuchten auf den Grund zu gehen, die wir in der Ferne sahen. Aber wir wurden in einen Schneesturm voneinander getrennt. Und als dieser Ablauf war, war weg. Ja. Prost. Du kennst Barduin? Er hat dich hergeschickt, um mir eine künftige Braut zu suchen. Du musst dich Irrtum vorliegen. Barduin und ich sind lediglich alte Freunde. Trotzdem bin ich dir für deine Hilfe sehr dankbar. Ich bin Cecilia. Ich kann es kaum erwarten, deinen Unterschlupf zu sehen. Gis. Oh, die kann kämpfen, das finde ich auch schon mal schön. Das wäre ein erstaunlicher Ort, Chico. Ich habe noch nie so eine Stadt gesehen. Cimeter nur so, so von Leuten. Sie sind alle so wunderbar stämmig. Wie bitte? Du fragst dich, weshalb diese furchtbaren Roboter hinter mir her waren? Ach nein, Gesundheit. Boah. Ach nein, die hatten es nicht auf mich abgesehen, sondern auf den kostbaren Besitz, den mein
diesen hübschen kleinen Schlüssel. Schaut aber auch ein bisschen krümmig, ne? Egal. Welche Tür man damit aufschließen kann? Da habe ich leider nicht die geringste Ahnung. Weißt du, er gehört eigentlich gar nicht mir. Ich habe ihn im Schnee gefunden. Er hat so sehr geglänzt und war so hübsch, da musste ich ihn einfach mitnehmen. Seitdem ist er mein kostbarer Besitz. Deine gierigen Blicke nachzuschließen scheint er dir auch zu gefallen. Tut mir leid, Chico. Aber du kannst ihn nicht haben. Der gehört mir. Okay. Danke, Chico, danke. Du hast jetzt hier ja gerettet. Meine geliebte zukünftige Braut. Wir waren gerade in Gollumholm unterwegs, als ein schrecklicher Schneesturm aufzog. Ich nahm ihre Hand, auf dass wir nicht getrennt würden. Du kannst dir meine Überraschung vorstellen, als der Sturm ablaute und ich feststellen musste, dass meine Hand die Pfote eines Schneesträuches umklammerte. Ach, mein liebstes Herzchen, meine zukünftige Braut, wie froh ich bin, dich wiederzusehen. Wie bitte? Cecilia hat dir gesagt, dass wir nur Freunde seien, nichts weiter? Mein lieber Chico, du verstehst wohl gar nichts von schönerem Geschlecht. Hä? Versichere dir, das ist lediglich weibliche Bescheidenheit. Hahaha. aber lassen wir das. Ich danke dir aus tiefstem Herzen dafür, dass du meine zukünftige Braut gerettet hast. Unter diesen ungehobelten und rübelhaften Kraftpotzen leben zu müssen, wird mit Sicherheit ihr damenhaftes Zartgefühl verletzen. Doch sei bitte versichert, dass ich sie bis zu meinem allerletzten Atemzug vor diesen Schurken verteidigen werde. Dum, dum. Erstmal wird er alles ablegen, was ich nicht brauche. Also man sortiert es erstmal und dann legt man alles ab. Und dann nimmt man wieder das mit, was man will. Wie zum Beispiel Apfelstrudel. Ne, den Lebenssamen würde ich ja nicht mit haben. Und dich. So und so. So, Zen-Binder, genau. Füllt 40% der Sättigung auf. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber ich habe hier noch meine Steaks, meine Calamari, meine Tintenfischspieße. Und ich könnte dich eigentlich... Packen wir dich mit hierher und dann könnte ich nämlich eigentlich die Kaktus-Steaks mitnehmen. Die finde ich ein bisschen mehr. Und dann kann man das so machen, genau. Stimmt, im Schneegebiet stehen ja noch 12 von meinen... Ach, scheiß drauf. So, jetzt haben wir die Geschosse. Oh, der hat eine Hüpfe gemacht. Obwohl Blau hier ja auch nicht mal so gut steht. Haha. So, jetzt holen wir uns ein paar von den Feuerkugeln. Wahrscheinlich können wir auch die Hand jetzt so besiegen. Eisgeschosse. Hm. Aua. Hey. Hallo? Ach, die sind dann One-Hit. Ah, das ist schön. Aua. Stimmt, ich wollte ja noch, ich habe ja nicht sonst hier noch eins gemacht. Ah ja, du mich auch Monsterhand. Okay, gegen die Hand wirkt schon mal nicht. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Na los, komm, geh weg, Hand. Danke. Das war ein Sniper. Ich kann nicht immer auf die Hand ziehen und mal gucken, wie viel Schaden das macht. Nicht genug. Okay, hat's verstanden.
Komm, leck mich doch, ey. Du gehst mir auf den Sack. Kann ich jetzt mal das Vieh... Danke! Ach, wie sie diese Golems nerven können. Ich brauche noch eins zum Feuervieh, dann habe ich erstmal 5 Stück. Ich glaube, ich muss die eh farmen ohne Ende, damit ich die ganzen Waffen kriegen kann. So, wir haben jetzt 5 Stück. Oder habe ich mich dann... Ne, wir haben sogar 6. Okay, ich habe nicht gesagt. Also ich habe vorhin doch 2 von ihnen gekriegt. Ich dachte, 12 plus mein zweiter. One-Hit einfach. Oh. Du hast es mehr ausgehalten. Das ist verwunderlich, aber... Wir müssen sagen, wo kommt jetzt das Gewitter her? Bei mir ist doch purer Sonnenschein. Dat. Ich wollte gar nicht mehr mit dir reden, danke. Potztausend, du hast einen tanzenden Flammen klein gekriegt und die Flammkugeln eingesammelt. Die Knoschgeschosse, die du erfunden hast, müssen jetzt ziemlich stark sein. Moment mal bitte. Okay. Na dann, mal sehen, ob wir die Kraft der Geschosse nicht mit der Kraft der Kugeln kombinieren können. Und dann bauen wir daraus eine Waffe, die dieses Magerflitz diese Furcht lernt. Der Magmalefitz ist ein Monster, das ganz aus Lava besteht. Alles, was ich von dem an der Oberfläche je gesehen habe, ist eine riesige brennende Hand. Oh, soll... Ah, okay. Also das ist die, was immer so nervt. Wenn wir nur rauskriegen, wie wir diese Mächte von Feuer und Eis zusammenbringen, dann können wir eine Waffe bauen, mit diesem Magmalefitz dazu bringen, wird die Hand hochzuhalten. Danke, dass du die Kugeln besorgt hast, Shigo. Ich werde sie mir gründlich ansehen und planen ausbrüten. Nochmal 30 Knistergeschosse. Okay, Shiko, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ich habe Leo gar nicht Notizen durchgeackert, um rauszufinden, wie wir eine Waffe bauen können, die mächtig genug ist, um die Magie zu schlagen. Aber die Jungs, die Götten segnen sie. Schon dauert meine Konzentration. Immerhin heißt es, hey Barbarella, kannst du mir mal spotten? Oder hey Barbarella, sehen meine Muckis schlapp aus? Ich war noch nie besonders gut darin, über Sachen nachzudenken, aber wenn die Jungs ständig was wollen, kann ich gar keinen klaren Gedanken haben. Deshalb brauche ich ein eigenes Zimmer. Ein Ort, wo ich mich auf meinen Forschen konzentrieren kann, ohne dass die Jungs mir die ganze Zeit in den Ohr abkauen. Ich würde dich nur ungern schon wieder um einen neuen gefallen, aber wenn ich da nicht bald eine Lösung finde, werden wir es nie schaffen, die ultimative Waffe zu bauen. Ja, ich habe dir eine Skizze gezeichnet, so stelle ich mir das Ganze vor. Wenn du mir so eine Bude herrichten könntest, wäre ich die glücklichste Frau auf der ganzen Welt. Natürlich werde ich meine Ergebnisse auch irgendwo niederschreiben müssen. Was meinst du, Shigo? Kannst du mir da aushelfen? Wenn es sein muss, Barbarella. Shiko hält Barbarellas Bauplan.
Ich weiß jetzt, wie man ein Buch erstellt. Das finde ich ja mal sehr schön. Okay, du willst hier also dein eigenes Zimmer haben. Na dann. Was bist du denn? Schlechten Finger. Blockumwandler. Ein verdächtig feuchter Stock, der nicht aufhört, sich zu bewegen. Lässt auf Erdboden Moos wachsen. Oh, das ist doch mal geil. Das ist bestimmt doch so ein Rare-Drop. Ich mach das mal weg. So. Mal kurz ordnen. Ja, da haben wir ja mehr als genug. Also wir brauchen immer hier die Erde. Und den Bauplan, der wäre mal nicht schlecht. Wir brauchen das Bauplan. Nicht genug Platz. Vielleicht wegen den Bäumen hier. Okay, nochmal. Ja, genau, wegen den Bäumen. Gut. Was will sie denn alles drin haben? Eine Eisentür? Alles aus Dirt? Ist ja langweilig. Ein paar Bücher. Oh Gott. Ey, Frauen.